Topfgucker TV empfiehlt. Nun würde ich beginnen mit der Mayonnaise. Dazu brauchen wir Pflanzenöl, etwas Senf, zweimal Eigelb, Pfeffer, Salz und entweder Zitronensaft, Essig, Wasser oder in dem Fall habe ich hier etwas Gurkenwasser von den sauren Gurken genommen, weil ich die Mayonnaise gleich für den Kartoffelsalat verwende und das natürlich besonders gut passt. Als erstes trenne ich das Eigelb vom Eiweiß. Als nächstes brauche ich ein feuchtes Tuch, damit die Schüssel nicht verrutschen kann. Gebe das Eigelb hinein. So, etwas Senf. Salz. Pfeffer. Und in dem Fall das Gurkenwasser. Und verrühre das schon mal. Jetzt ist besonders wichtig zu beachten, nur tropfenweise ganz langsam Öl dazuzugeben und kräftig zu rühren. Wenn man zu schnell Öl zugibt, gibt es keine Bindung. Das Ganze kann man auch im Schnellverfahren mit einem Pürierstab zubereiten. Dann kann man durchaus schon in wenigen Sekunden eine fertige Mayonnaise haben. Ich mache es jetzt nochmal auf die althergebrachte Weise. So, die Mayonnaise ist fertig. Heutzutage wird sie üblicherweise nicht mehr selbst gemacht. Das hat einfach den Grund, dass durch die Verarbeitung des rohen Eigelbs Salmonellengefahr besteht. Dafür gibt es aber Alternativen. Man kann entweder pasteurisiertes Eigelb verwenden oder auch schon gekochtes Eigelb. Das dann zerbröseln sozusagen und das lässt sich genauso gut verarbeiten. So, jetzt einfach ab in den Kühlschrank und dann geht's weiter mit dem Kartoffelsalat. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de